Ja, hallo und grüßt euch, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Fallout 4 mit Mods. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und wir sind hier im Part 38. Wir sind hier auf der Pruden gelandet, im letzten Teil. Das fette Luftschiff der Bruderschaft. Und wir müssen jetzt mit Paladin Dance erstmal quatschen. Und generell erstmal gucken, was hier alles so Phase ist. So, das darf man alles nicht mitnehmen. Das ist ja, glaube ich, vom Maxten sein Raum hier, vom Obersten, der aber so ein bisschen... Ja, ich würde mal sagen, der hat eine kleine kalte Lötstelle im Schädel. Aber mal gucken. Grüß dich. Wir wurden nämlich zum Ritter ernannt. Für, ja, fürs Nichtstun praktisch. Jetzt wollte ich hier aber erstmal... Ah! Noch ein bisschen looten. So, Captain Kells Terminal. Dann haben wir auch von einer geilen Supersoldaten gehört. Wie hieß die? Ingram. Die soll wohl irgendwie einen speziellen Anzug haben, weil irgendwas mit ihrem Körper passiert ist auf dem Schlachtfeld. Ja, bin ich mal gespannt. Die werden wir vielleicht auch noch kennenlernen. So, Maxen. Da ist Ingram wieder. Ist das das, was ich schon mal gelesen hatte? Ja. Gut, das hatte ich schon im letzten Part vorgelesen. Aber hier gibt es doch noch was. Und hier auch noch ein schöner Seesack. So, die Rüstung will ich auch haben. Wo ist denn unser Paladin Dance? Der muss doch irgendwo rumlungern. Das ist eine Krankenstation. Das gucken wir uns dann an. Wir gehen erstmal. Da ist er doch. Paladin Dance. Wie lief es mit ältester Maxen? Naja, er ist wahnsinnig. Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxen nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Ja, das finde ich auch ganz cool. Direkt zu sagen, wenn du missbaust, sind wir beide geliefert. Ja, ich werde mich zurückhalten. Keine Sorge, ich pass schon auf. Gut, wir haben nämlich eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen. Jawohl! Den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Nein, das möchte ich erstmal nicht. Ich bin mit meinem Nick erstmal zufrieden, würde ich sagen. Ich mach das erstmal allein und komm zu dir, wenn ich bereit bin. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Weil so ein richtig guter Freund ist er irgendwie noch nicht von mir, weil ich finde, er ist so ein bisschen, naja, voreingenommen. Um es mal höflich auszudrücken, ist er sehr von sich überzeugt. Er ist jetzt kein schlechter Kerl, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Was hast du erwartet? Das, was ich gefunden habe. So, und jetzt muss ich hier... jetzt kann ich hier mit ganz vielen Leuten sprechen und mal kurz auf meinen Pippa gucken. Dienstliche Tour, okay. Dann machen wir das erstmal. Da lernen wir erstmal hier alle kennen. Wenn wir das nächste Mal Synths begegnen, sollten wir einen ins Labor bringen, damit sie ihn dort analysieren. Das haben sie schon probiert. Hey, Nick ist hier. Ah, Kätzchen! Ja, hallo! Du alter Schnockhader, du! Bist du ja endlich. So, wer ist das? Einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Was willst du nur mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Naja, dann sag mal an. Wesentliche Informationen, bitte. Welche Bücher enthalten denn wesentliche Informationen? Technische Handbücher, Reparaturanleitungen, Entwurfsabhandlungen, medizinische Forschung. Alles, was das Wissen der Bruderschaft erweitert. Deshalb ist für mich alles andere wertloses Papier. Ja gut, er ist halt ein reiner Wissenschaftler. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das finde ich auch gut. Sachen zu sammeln und Informationen zusammenzutragen. Ich stimme zu. Der Müll muss natürlich entsorgt werden. Freut mich, dass du das auch so siehst. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Nö, ich mache mich hier vertraut, frage mich das auch. Die Crew kennenlernen, später wiederkommen. Ich mache mich vertraut. Ich mache mich gerade mit der Pridwen vertraut. Du machst dich vertraut? Ah, verstehe. Du bist der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen.
Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Ah, die sind richtig organisiert hier. Die haben ja für jeden irgendwas. Das ist eine richtige Übermacht eigentlich schon. Forschungspatrouillen und kein Personal. Ich könnte natürlich auch helfen. Ich frage erstmal nach den Forschungspatrouille. Einfach gesagt, entsenden wir zwei Mann zu einer Position, damit sie diese erkunden und ihre technisch und historische Relevanz evaluieren. Dadurch wird verhindert, dass wir einen kompletten Rückholtrupp in ein wertloses Gebiet schicken. Ja, das ist aber gut. Also wenn die da nur Schrott finden, dann brauchen die ja da nicht hin und irgendwie Männer und Leben riskieren, um dort irgendwas Wichtiges zu bergen. Das ist schon mal klar. Ich könnte dir vielleicht auch helfen, weil ich bin ja da unten viel unterwegs. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Na freilich. Über deine Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge Personal benötigen. Ja, das hört sich gut an. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Jawohl! War mir auch ein Vergnügen. Oh, das ist das Kätzchen. Das schleicht hier rum. Ja, kann man nicht anklicken. Okay, das ist ja schon mal cool. Aber haben wir nicht schon irgendwie Memos? Blaupausen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern oder irgendwelche Skizzen, aber Memos Wolle, haben wir doch bestimmt. Bitte, stell dich ruhig erst den anderen vor. Aber ich hoffe, dass du mir danach helfen wirst. Sag mal, ist das so ein dickes Stück Papier hier oder... Das sieht ja aus, als wäre es ein dicker Block vom Papier. Aber von hier sieht es wieder dünn aus. Ne? Ist wahrscheinlich nur umgeknickt an der Seite. Ja, Kätzchen, ist ja gut. So, wen haben wir denn hier? Reden wir mit Dr. Teagle. Hat bestimmt ausgezeichnete Captain Kate. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Bereit! Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Nein. Vor dem Krieg? Nee, auf keinen Fall. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Ja, dann lest doch erstmal richtig durch, du Hornochse. Bevor du hier Fragen stellst. Dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut. Zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Erinnere ich mich jetzt nicht. Ich war noch nie krank. Noch nie! Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut. Gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Also, da muss ich jetzt mal mit Sarkasmus antworten. Nun, da war dieses echt hässliche Mädchen im College. Ich musste mich betrinken. Das war eine Wette. Das entspricht wohl kaum den Kriterien. Ich trage einfach Nein ein. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Mensch. Ja gut, wir haben schon für weniger getötet, will ich mal sagen. Also die Moralfrage ist da, glaube ich. Nee, das ist wirklich kein Problem. Zur Selbstverteidigung. Ja, so machen wir das. Oder nee, überhaupt kein Problem. Nein, überhaupt kein Problem. Hervorragend. Dann passt du hier ja wunderbar rein. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Also die Bruderschaft erst schießen, dann fragen. Wir sind die Bruderschaft und retten euer Leben. Nee, aber ich meine, das machen die anderen Gruppierungen auch nicht. Raider schießen sowieso, sind sowieso auch. Also... Hast du Hunger? Bei Rationen gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich habe genug. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du...
Oh, hier sind die Rüstung. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musst es ja unbedingt in Meyer. Ah, das ist die geile T-60. Geschafft. Rüstung. So, funktioniert. Danke, Bruder. Ich schulde dir was. Cool. Hat sie also ein Meil weggetreten und ist ihr irgendwas an der Bein, am Bein kaputt gegangen. Leg sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Sei bitte ruhig, ich habe ja immer noch einen Sinn bei mir, aber Nick hat schon so viel Angst, der ist nicht mehr bei mir hier. Kennst du diese Sins mit den Plastikgesichtern? Die finde ich echt gruselig. Ach, Fräulein. So, ach, da ist unsere Nächste. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Grüß dich. Hm, nicht ganz, was ich erwartet habe. Ich kann mich zur Wehr setzen. Ich kann mich schon zur Wehr setzen. Hey, wenn Paladin Dance seine Hand für dich ins Feuer legt, reicht mir das. Du siehst nur nicht wie einer der Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingrim. Und diese schmierige Schraubgrube ist der Ort, den du für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Bridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Ja, die Powerrüstung ist immer zu eng in meinem Schritt, weil da so großes Kantholz hängt. So, das ist also Ingrim. Okay, hat die... Warum hat die ihre Powerrüstung an? Dann hat die wirklich... Vielleicht keine Arme oder kein Bein mehr oder irgendwas. Dann ist sie ja eigentlich auch ein halber Roboter. Ist da drin jemand? Ich frage mal nach der Powerrüstung. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Tja, das ist immer die erste Frage, die die neuen. Das glaube ich. Ich habe gerade eine recht ordentliche T60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Ja, also hat sie auf jeden Fall was, die darf vielleicht dann nicht mehr runter, weil wir hatten ja das Schreiben gelesen mit ihrer Tauglichkeit, ob sie wieder Einsätze machen darf. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Es sind wirklich die Beine weg. Ich halte es geheim. Zusammenarbeit, die meisten geben auf. Zusammenarbeit vielleicht? Wenn wir zusammenarbeiten sollen, wäre es gut, wenn wir einander besser kennen. Da hast du wohl recht. Ja! Ich kämpfte mit der stählernen Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt. Wir arbeiteten an einem Sammelplatz für Powerrüstungstruppen. Wir befanden uns an einem Kamm über dem Schlachtfeld. Ich würde sagen, da ging es rund 30 Meter runter. Okay. Das ist ein ganz schönes Stück. Der Feind hatte keine Möglichkeit, uns dort oben zu erreichen. Und es war einfach ein perfekter Startplatz für die Vertibirds. Um es kurz zu machen, der Kamm, auf dem ich stand, wurde von einer Nuklearrakete getroffen. Der Großteil der Klippe wurde weggesprengt. Und die Plattform, auf der ich stand, kippte zur Seite weg. Wenn ich nicht gerade eine Powerrüstung ausprobiert hätte, wäre ich draufgegangen. Heftig, heftig. Hat die Rüstung wirklich ein Wunder. Das war ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass du überlebt hast. Nein, nur einfache Ingenieurskunst. Meine Powerrüstung hat das meiste abgefangen. Und ich würde es nicht überleben nennen, beide Beine zerquetscht zu bekommen. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Nee, ich würde es schon Überleben nennen, weil es ganz schön krass ist, überhaupt mit so einer Powerrüstung. Heftig, heftig. Und dann ist sie jetzt nur noch hier und repariert und wacht. Weil aus der Rüstung können sie ja nicht mehr raus. Aber gibt es in der Zeit vielleicht nicht noch irgendwas anderes wie einen bequemeren Freizeitanzug? Ja gut, aber halt militärische Sachen sind halt einfach wichtiger. Oh, das ist sogar unsere, die geile hier. Oh geil, die nehme ich erstmal gleich. Zack. 100 Liegestütze, ja. Da wäre ich aber alle. Ich weiß nicht, wie viel ich schaffe. Ich habe früher mal, keine Ahnung, mal 50 geschafft, aber ich war immer eine Sportniete. Obwohl ich rank und schlank bin ich immer eine Sportniete gewesen.
So, was haben wir hier? Oh, von Ingrams Terminal. Arbeitsanweisung. Oh, das ist aber viel. Ist das so trockener Mist? Ja, das sind da irgendwelche. Weil wir wissen ja, dass die Pruden ein Kühlproblem hat. Das haben wir im letzten Part rausgefunden. Interne Mail der Pruden, Maxen. Ne, das war das, was wir gelesen haben. Diese Geschichten über ihre Tauglichkeit. Oh, wen haben wir denn? Schluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Komm näher, oh, das begrüße ich. Nicht versprochen. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Wieso eingesperrt? Du bist doch hier der Waffenmeister. Rück mal was raus hier. Bin ich zu plaudern hier. Mir wurde befohlen, die Besatzung kennenzulernen. Regeln, Regeln. Alle hier sind so besessen von den verdammten Regeln. Ich hoffe, du bist nicht auch einer dieser Militärtypen, die immer alles nach Vorschrift machen. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proktor Teagan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Irgendwie ist der cool. Der sieht sehr sympathisch aus, muss ich sagen. Kaufen ist halt ganz schön krass, gell? Warum denn kaufen? Da muss mal wieder ein bisschen Sarkasmus her. Wenn mir also die Kronkorken ausgehen, muss ich den Feind wohl mit bloßen Händen erschlagen. Auf dem Schiff liegen genug Munition und Ausrüstungsgegenstände herum. Da darfst du dich gerne bedienen. Die Sachen hier bei mir sind spezialisierter und einzigartig. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar cool nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Das klingt nicht schlecht und ich mache aber nochmal einen Sarkasmus, weil es mir so gut gefällt. Solange ich deswegen nicht im Bau lande? Keine Sorge. Ich möchte doch auf keinen Fall unseren neuesten Rekruten in Schwierigkeiten bringen. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreue, jawohl, das machen wir, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Proktor Teagan? Willst du irgendwo Streit anfangen? Ich helfe dir, ihn zu beenden. Hast du Außergewöhnliches? Was Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade Level Up. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen. Und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Begonnen. Keine Gnade. Triff dich mit Ältester Maxen. Okay, lass mal handeln. Ich bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten bringt. Jawohl! Gut, dann gehen wir mal in unser Inventar und wir haben ja, also den Schrott will ich jetzt nicht unbedingt verkaufen, aber ja, so einiges, was man wirklich, was man tausendmal finden und was ich eh nicht wieder mitnehme und nicht anziehen werde, eine Bomberjacke. Haben wir es doch schon. So ein paar Sachen will ich auch behalten, klar, aber wie gesagt, wir finden so viel Zeug wieder. Hier von den Gunnern das Zeug, das ist ja eh alles schlechter. Das Hundezeug lasse ich mal drinnen. So, Kellogg's Outfit lasse ich auch mal drinnen. Lederkombi kann weg. Wir haben so viel und so können wir wenigstens noch ein bisschen Kohle machen. Der hat ja auch einiges. Metallrüstung, Harnisch. Oh, da können wir aber richtig viel. Pilotenhelm, ja, das ist schon eigentlich ganz geil, der Pilotenhelm. So, Polizisten-Sonnenbrille einmal weg. Raider-Leder sowieso. Das Power-Rüstungszeug lassen wir mal. Reginald's Outfit. Bringt uns das was Besonderes? Oh ja, der Charakter plus 3, also das Charisma. Rüstung des Einsatzgelehrten. Lass mal auch mal. Schmalzlockenperücke.
Schwere Supermutanten Handschuhe. Silver Shroud. Aber wieso steht da jetzt der Gesamtkosten? Ich verkaufe den das doch. Ne, das bekomme ich. Ist aber nicht sehr viel. Ich dachte, wir wären jetzt schon bei viel mehr Kohle. Sindrüstung. Totenkopfhalstuch. Oh, das könnten wir ja mal dran machen. Selbst die geben nicht wirklich viel hier. Nix, sein Trenchcoat auch nicht. Ah, hier, das gibt wenigstens ein bisschen was. Aber ich will nicht zu viel verkaufen, nicht, dass da hier noch ein paar richtig geile Sachen dabei sind. Aber 8, ne, das ist nicht so gut. Lederrüstung. Ah, es macht schon Spaß hier mit diesen ganzen geilen Zeug rumzuhantieren und sich irgendwas Geiles zu bauen. Gut, das hätten wir alles. Hier werde ich jetzt nichts verkaufen, das dauert ja ewig. Ich kann ja eh alles mitnehmen. Daher vielleicht eventuell bei den Waffen so ein paar Impro-Dinger und so ein Kram, das könnte ich schon wegschmeißen. Jagdgewehr, okay. Junkjet auf keinen Fall. Wir haben doch bestimmt hier noch, ja, hier so ein paar, wovon wir 3000 Stück haben. So eine Mine, Molotov-Cocktail will ich jetzt nicht. Silberne Maschinenpistole, ne? Das ist die Silver Shroud, die wollen wir mal behalten. Das behalte ich auch mal. So ein paar Sachen können wir halt dann auch noch zerlegen, deswegen will ich da auch gar nicht übertreiben jetzt hier. Wir lassen das mal so, kriegen wir erstmal ein bisschen Kohle. Kann nur mal gucken, ob er jetzt noch irgendwas Bestimmtes Geiles hat. Für uns. Oh, hier, das ist ja ganz schön krass. Maximierte Laserpistole. Feuerrate 50. Wie viel kostet die denn? 600. Oh, könnten wir uns jetzt eigentlich mal mitnehmen hier. So eine starke Laserpistole. Oh, hier. Ah, nee, das Scharfschützengewehr. Raketenwerfer. Aber eigentlich finden wir das alles auch noch selber. Und das ist dann auch irgendwie cooler, das selber zu finden. Ah, ich glaube, ich nehme mir... ich nehme mir die Pistole hier mal mit. So. Jawohl. Er hat doch gesagt, er hat noch ein paar Missionen für uns irgendwie, oder? Zusätzliche Arbeit. Die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein. Das ist aber krass. Loschecke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer mit allen nötigen Mitteln. Oh, das ist aber heftig. Ich soll jetzt hier die Farmer erpressen, dass die euch Fressen geben, weil ihr selber nicht anbauen könnt auf der Erde, weil ihr nur auf eurem Luftschiff hier rumhängt. Nee. Das, Kein Interesse. Das Angebot steht. Ich brauche ihn. Nein, das ist nicht meine Art, mit Leuten zu verhandeln. Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. So, da könnten wir jetzt doch. Ich diene seit Jahren. Ja, und das Polizeirevier. Dance, oder? So, da ist das Kätzchen wieder. Der hat auch noch irgendwelche Arbeit für uns. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du eine Form? Wo kann ich suchen? Bei Patrouille helfen. Hast du einen Tipp, wo ich noch mehr davon finden könnte? Büros, Labore, Militärbasen. So gut wie alle Anlagen aus der Vorkriegszeit sind potenziell zum Bersten voll mit technischen Informationen. Okay. Ich würde Schreibtische, Aktenschränke, Safes und alle anderen Orte durchsuchen, an denen man solche Dokumente vermutet.
Hast du bisher schon etwas gefunden? Tja, das weiß ich auch nicht. Ich sag einfach mal ja. Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Jetzt war aber ganz schön sauer. Wie sieht das aus mit dieser Patrouille? Ich habe Zeit, dir bei der Patrouille zu helfen. Ausgezeichnet. Die Arbeit eines Gelehrten ist nie getan. Es wartet immer neues Wissen dort draußen. Der Gelehrte wartet auf dem Boden auf dich. Da unten. Deine Mission? Eskortieren und beschützen. Oh, cool. Ja, das machen wir. Das hört sich doch ganz geil an, Leute. Das machen wir jetzt mal. So, Pip-Boy, Lernkurve, zack, an. Obwohl. Nee, da könnte ich eigentlich die Rüstung... Ja, ich lasse die Rüstung mal an. Dann können wir jetzt alle wegballern, die uns in den Weg kommen. Und nebenbei bemerkt, meine lieben Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Denn heute ist der Weihnachtstag. Ha! Ja, da gibt es bestimmt ein paar schöne Geschenke. Ich freue mich eigentlich nur auf einen neuen Controller für die PS5. Da werde ich mich freuen. Steht ja noch nicht so lange hier. Und ich hoffe, ihr bekommt auch noch eine. Bei mir waren es zum Glück nur 5 Wochen, was ich auf das Ding gewartet habe. Obwohl ich sie auch hätte gerne am 19. November. Hätte ich sie natürlich gerne gehabt, aber leider nicht. Was ist das denn? Powerrüstung können verschiedene Nutzungsgrößen haben. Was, ein Jetpack? Das sah ja geil aus. Okay, dann wollen wir mal. Ah, in den müssen wir rein, oder was? Oh, ist das geil. Jetzt geht's aber steil. Das ist ja den ihr kompletter... Der komplette Hangar, das gehört alles denen hier. Da können wir uns gleich nochmal was mitnehmen. Schön! So, wo müssen wir denn hin? Grüß dich. Ne, hier drüben oder hier unten, besser gesagt. Wie kommen wir denn da hin? Oh, ein Geballer hier! Krass, eine verdammte Minikanone. Oh, da ist unser Mann. Ja, Sir, ich markiere den Ort auf deiner Karte. Bitte nach dir. Alles klar, aber wo ist denn Nick? Nick, nein, sie haben ihn gefangen genommen. Oh, sieht das geil aus, Leute. Guckt euch das mal an hier, wie das Licht. Ah, ich habe auch noch ein paar kleine Grafikmods installiert. Und das Gras ist jetzt hier nochmal mehr geworden, da ich jetzt hier auf der PS5 aufnehme. Es läuft auch alles sehr flüssig und schön. Also sollte das alles gut funktionieren. Hallo. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. So, wo müssen wir denn aber genau hin? Können wir doch gleich mal auf die Karte gucken. Zack. Wo ist denn unser Ziel? Ach du... Hä? Ach du... Liebe Güte, hier runter? Nee. Nee, noch viel weiter. Poseidon Reservoir. Da könnte man... In die Klinik, die ist ja noch nicht abgeschlossen, könnte ich mich erstmal dorthin Schnellreise machen. Und da haben wir es nicht mehr so weit dorthin. Oh, ich bin gespannt. Und Leute, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, mein lieber Batman-Freak, mein Zocken, bis der Arzt kommt und natürlich auch Schelderowski, schreibt mir bitte mal, wie es mit der Qualität aussieht. Boah, wo sind wir denn hier? Da ist Nick.
Ach du liebe Güte, ein radioaktiver Sturm oder was? Was ist das denn? Ich fühle mich nicht sehr wohl, muss ich sagen. Oh, oh. So, waffenmäßig. Was rüsten wir uns denn nur aus? Das Jagdgewehr? Boah. Und splitzt hier auch. Die Strahlung ist auch ziemlich hoch. Aber genau, wir müssten uns mal noch ein Level abgönnen. Rüstungsmeister würde ich eigentlich gerne machen. Ja, mach mal auch. Dass wir noch mehr geilere Mods benutzen können. Wow! Wow! Habt ihr das gesehen? Ja klar, habt ihr das gesehen. Ich will wissen, was das war. Boah, heftig. Obwohl, das ist vielleicht keine gute Idee, weil wir müssen den Kerl ja exekutieren. Boah, Leute, das ist ja... Was war das? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommis. Das Wetter ist ja heftig hier. Sorgt natürlich für ganz viel Atmosphäre. Licht an. Oh, das müsste ich mal verbessern, hier das Licht von der Powerrüstung, dass es nicht so gelb ist. So, sind sie alle beide noch da? Weiß der irgendwas über die Mission? Hallo. Auf Befehl von Ältester Maxen werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert oder eingesammelt. Ja, aber nicht das, was ich mir mitnehme, du Schauspieler. Sonst hast du ganz schnell mal eine Kugel zwischen deinen Zehen. Aber da traut sich anscheinend auch kein Tier raus bei dem Wetter hier. Und dieser blaue Schimmer, seht ihr das? Was ist das denn? Ach du liebe Güte. Das ist eine riesige Fabrik. Jo, du leckst mich du am Arsch. Da sind wieder unsere Ghoul-Kollegen. Oh ja, er macht einen David Beckham, einen Oliver Kahn. Stirb! Richtige cool Horden! Stirb! Boah, geil, jetzt kämpfen wir schon zu dritt. Leute, es werden immer mehr. Ich will mir unbedingt mal meine neue Knarre anlegen. Da habe ich richtig Bock drauf. Die Frage ist, wo ist das Ding jetzt? Ist jetzt ganz unten. Obwohl, wir können ja sortieren nach Schaden, bitte. Da müsste die hier irgendwo auftauchen. Hä? Nee. Ach so, okay, doch. 49 oder so hatte sie. Da ist er. Geil. Die rüsten wir jetzt auch gleich mal aus. Zack, zack. Institutpistole. Weiß nicht, welche jetzt hier besser ist. Nachtsicht. Dann gehe ich mal, mach ich mal so. So, jetzt machen wir. Krass. Vor allem wie viele jetzt hier. Denn die fühlen sich natürlich bei dem Wetter wahrscheinlich sehr wohl hier. Haben wir auch sau viel Schuss. Oh, und da Wind jetzt noch. Geilo. So, jetzt sind wir angekommen. Im Poseidon-Reservoir.
Okay, es wird hart, Leute. Und im nächsten Part werden wir dieses fette Vieh hier mal erkunden. Ich bin mal gespannt, was da drin auf uns wartet. Ich freue mich, schaltet wieder ein, wenn es heißt, jetzt wird's dämlich mit Affenkönig dämlich. Das war Fallout 4 mit Mods. Macht's gut und frohe Weihnachten.